Ramallah, Arafatstraße 16. Guten Tag. Ich hätte gern 20 Dänemark-Flaggen. Zum Mitnehmen oder hier verbrennen? Mitnehmen, bitte. Das ist Ahmed Schlüter. Der 31-Jährige führt erfolgreich ein mittelständisches Unternehmen in der Empörungsindustrie. Er verkauft Verbrennflaggen für jeden Anlass. Ja, vor 10 Jahren angefangen haben wir mit der hier, ein echter Klassiker mittlerweile. Sehr beliebt auch Israel. Aber der Trend geht dieses Jahr ganz eindeutig Richtung Skandinavien. Verbrennflaggen sind mittlerweile in Palästina der größte Wirtschaftszweig, noch vor Korruption und Ziegenkäse. Denn Flaggenverbrennen ist ein Gemeinschaftserlebnis für die ganze Familie. Das bringt auch Leute zusammen, die sich sonst nicht so gut verstehen. Da bringt der Hamas-Aktivist die Flaggen mit, der Fatah-Anhänger das Benzin, die Oma die Falafel, die Kinder sind auch dabei. Das ist also wunderbar. Schlüters Produkte sind jedem Palästinenser ein Begriff. Auch dank des Werbespots, der jeden Abend vor den Hauptnachrichten läuft. Hallo Fans, Flaggenschlüter ist der größte Verbrennflaggenproduzent in der arabischen Welt. Was sagt der Inhaber Herr Schlüter dazu? Wir von Flaggenschlüter werden auch in Zukunft ausschließlich in Ramallah produzieren und unsere 30 Arbeitsplätze erhalten. Wie konnten Sie auf die Schnelle so viele Dänemark-Flaggen produzieren? Also auf die Schnelle geht hier gar nichts. Wir machen schließlich Qualitätsverbrennflaggen für den Fanatiker von Welt, nicht wahr? Nein, wir hatten ja ein paar Monate Zeit für die Produktion. Die Karikaturen erschienen ja im Herbst. Und diese Fundamentalisten brauchen immer ein paar Monate, um diese spontanen Proteste auch zu organisieren, nicht wahr? Da müssen ja in Ruhe Leute aufgehetzt werden, da müssen Busse gechartert werden und so weiter und so weiter. Die Firma Flaggenschlüter liefert nicht nur Verbrennflaggen, sondern Empörungsbedarf aller Art. Dass viele Europäer dem bunten Treiben wenig abgewinnen können, kann Schlüter nicht verstehen. Ach, im Grunde genommen wird das Ganze doch von der EU mitfinanziert. Die haben uns Palästinensern doch in den letzten Jahren immerhin 2,3 Milliarden Euro überwiesen. Also bitte. Eine Deutschlandflagge. Möchten Sie vielleicht eine Angela Merkel-Puppe dazu? Hab ich schon. Na gut, aber vielleicht möchten Sie ja mein dänisches Plundergebäck boykottieren. Mhm. Wäre das was für Sie? Ja. Ja, wie viel wollen Sie denn nicht kaufen? 5 Stück. 5 Stück, der Herr. Sehr wohl, also nur die Deutschlandflagge. Macht 8,99 Schekel. Ahmed Schlüter. Ein Unternehmer zeigt Flagge und die Kunden sind zufrieden.